Wer war der coolste? Ganz klar, Maximilian Tipp Kick, der Mann mit dem härtesten Bums der Welt. Wenn du da hier oben Jellkönige herstellst, dann zerdönerst du dir einfach die Bude vom Gegner. Aber da kommt der Schuss. Piu! 850! Ah, der Gegner spielt Doppelstiefi in der Reserve. Ist auch eine legitime Reserve, was er der Gegner macht. Phoenix, aber nicht für Anfänger geeignet, würde ich sagen. So wie es der Ding macht, der KGR, so sollte es echt am Anfang spielen. Das macht am meisten Sinn. Nabend, moin Sinten, wie geht's, wie steht's? Du hast gestern meine Fragen nicht beantwortet. Du bist reingekommen, du hast 100 Bits gecheert und warst schon wieder weg. Wie läuft's mit dem Discord und mit dem Umzug? Normal. Normal. Aha, der Gegner macht schon mal gut und ich habe keine Unterstützung vom KGR. I see. Da werden wieder die wichtigen strategischen Punkte nicht beachtet auf der Karte. Discord ist da ja am Anlaufen, aber noch ein bisschen ruhig. Umzug, ja, packen und arbeiten zwischendurch, ein bisschen zocken, aber fehlt nicht mehr viel. Rest alles am Samstag machbar, aber eine Idee. Mach vor jedem Match Start, sei es IHS oder was auch immer, eine Vote-Abstimmung, Chat mit der Kanalpunkt oder Win-Lose. Ach so, ja. Das ist mir immer zu viel Arbeit irgendwie, dass ich da immer so eine Umfrage extra erstelle, für das das wahrscheinlich dann, keine Ahnung, ist das so interessant, da drauf zu wetten? Keine Ahnung. I don't know, man. Dafür hast du Mods, ja, die haben ja auch was Besseres zu tun, oder? Dann nehmen wir das ultra nervige Dingsystem. Ah gut, das geht doch nicht so weit. Dann machen wir das mal so irgendwie. Ah ja, so. So nicht. Warte, ist das vor Haus aus einer Big Oil Pump? Habe ich das gerade falsch oder habe ich. Was? Sehe gerade erst das neue, dass das eine neue Map ist. Yo! Da habe ich gerade richtig Bock drauf, tatsächlich. Auf dieses neue Mäppchen. Okay, da habe ich jetzt vorhin nicht aufgepasst. War das, ist das von Haus aus immer eine Big Oil Pump oder? Das müssen wir mal rausfinden. Ja, das wäre natürlich Game Changer. Nee, der Gegner hat die verbessert. Okay, gut zu wissen. Wäre schon ganz. Hätte ich ein Iron Harvest Entwicklerteam nicht zugetraut, so strategische Sachen mit einzubauen, schon von Anfang an eine große Pumpe. Kata. Stormtrooper Squad ready. Awaiting an assignment. Steady as she goes. What does the Empire require? Wir waren ganz schön viel Druck, mein Freund, sehe ich gerade. Wie geht's dem lieben Chat denn sonst so? Was habt ihr denn heute an diesem bezaubernden Tag alles gemacht? Erlebt? Freut ihr euch aufs Wochenende? Was macht ihr am Wochenende? Lasst doch mal hören. Ich
Dann muss ich nicht so viel reden. Du bist ganz schön gemein, KGR, zu den Gegner. Wir haben eh schon wieder so fette Map Control. Oh, hier kommen Doppel-Anti-Armagunners hoch. Ja, guten Tag. Wer sind Sie denn? Sind Sie dieser Gegner? Ja. Sorry. Okay, wo schießen die hin? Komplett random? I don't know. Construction complete. Also der war Hexenkessel hier, dieser Berg. Wenn du den Weg rauflaufen willst und dann die Gegner einfach von oben runterschießen können. Das ist einfach ein reiner Hexenkessel. Der Hexenkessel wie früher bei die wilden Kerle. Wer kennt die wilden Kerle? Wer hat das früher angeschaut? Das war ja Premium-mäßig. Ich kenne es. Guter Mann, KGR. Wer war der coolste? Ganz klar, Maximilian Tipkick. Der Mann mit dem härtesten Bums der Welt. Der war ein geiler Typ. Sag ich euch. Das war ein guter. Der Maximilian Tipkick. Ah. Drück doch den Retreat-Button. Wie heißt der Cowboy? Mercuro. Okay, das war mal die längste Zeit der Trupp. Nee, dieser Markus war der Beste. Dieser Markus, das war jetzt mit dem, aber dem Haus, nein, war das Hausmeister Krause, ist wieder was anderes. Dieser Markus war dieser Glatzkopf, oder? Ich bumm's auch. Ja, hab mir fast gedacht, dass sowas kommt. Ihr habt ja dann Low Ground, ihr macht ja nicht so wie ich behaupte, ihr verkassiert's da. Also diese Position da hier oben ist uncool. Diese Position hier oben ist uncool. Jetzt bauen wir hier dieses Mörser-System auf. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Und jetzt gleich Dünnerts ein, gleich Dünnerts ein. Gute Nacht. Nein, das war der Torwart. Ach so. Wir reden ja von die wilde Kerle. Ja klar, also der Markus war auch ein cooler Torwart. Also Leon war halt Katastrophe. Da wird dann sein Bruder geheißen, Marion oder so, komplette Katastrophe. Also eine richtige Opflanz. Kannst alle nicht brauchen. Alter, was. Ja, der Markus war richtig cool. Aber wie gesagt, Maximilian Tipkick mit den strengen Eltern zu Hause, bester Mann einfach. Einfach nur bester Mann. Ja, wir punkten uns einfach mal oben auf ganz entspannt ein. Würde ich sagen. So, jetzt bauen wir gleich mal eine Stiefmutter für den Good Old Phoenix. Der freut sich. Wenn wir so eine coole Stiefi bauen. Ah, dieses Mörser-System da hier oben, das ist jetzt schon Premium. Hat das Spiel bei mir irgendwie gerade leichte Lecks, aber ich habe keine. Wie ist die Map? Moin Bad Bank! Asynchron! Ich bin kein Freund von asynchronen Maps. Diese Position hier oben ist halt geil. Ist halt. Diese Position hier oben ist halt extrem schlimm, weil du musst hier als Gegner ja da hochlaufen. Du kannst ja da von oben richtig runterballern. Machst halt da schon richtig viel Schaden. Da ist aber gleich die Base vom Gegner, was halt sau interessant ist. Es gibt drei Verladungen, gibt zwei Grenadierkisten, zwei Medics-Kisten. Morgen auf YouTube kommt dann das Video dazu. Ich bin ja kein Freund von asynchronen Maps, aber kann schon Spaß machen. Ist definitiv eine Abwechslung, also von dem her würde ich sagen, ist ganz nett. Die Stiefi haut einfach wieder ihre Reifen raus. Stiefi ist einfach eine gute. Ah, dieses Mörser-System nervt.
Mich selbst. Ach, du hast ja den Skin schon vor der Stiefi. Ja, moin. Klingt witzig. Ich wünschte, der Animoy wäre da. Der würde sich über das Video von Kurono freuen. Ja, der war letztens wieder mal seit langem da und seitdem aber auch wieder nicht mehr. Schade, ja, ist ein guter Mann. Mortar hier! Wenn du da hier oben Jellkönige herstellst, dann zerdönerst du einfach die Bude vom Gegner. Das musst du dir auch mal vorstellen. Da oben einfach, das machen wir. Wir gehen einfach full Jellkönig. Mach ich gerade. Was ein Nachmacher dieser KGR. Die Flagge lassen wir ihn jetzt mal hier in der Mitte. Also Erlkönig bauen, ja, richtiger Nachmacher. Die Stiefi platzieren wir hier unter diesem Kran, dann ist schon ein bisschen in Deckung. Ja, ihr habt es halt einfach nie. Ist der im Discord? Ich glaube nicht, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe von dem noch lange nichts mehr gehört und so, kann ich leider nicht sagen, Phoenix. Wir können uns das Video natürlich auch aufheben, bis er mal wieder da ist. Der baut nur Anti-Armor-Gunners. Die Zeit, wo man Anti-Armor-Gunners baut, ist vorbei. Das war mal richtig stark, wo du nur Anti-Armor-Gunners geballert hast. Aber das ist leider vorbei. Oh, Stiefmutter kuscheln. Stiefmutter kuscheln. Okay, wir bleiben ruhig. Ja, Batbank, würde ich sagen, muss da selbst ein Bild davon machen. Dieses Mortar-System. Und ich gehört die ganze Map. Was hast du da angestellt, KG, auf deiner Flanke? Das ist gemein. Und er schickt halt einen Trupp nach dem anderen rein. Nee, dafür ist es zu lustig. Aber findet ihr es auch lustig, wenn ich nicht sowas wie Naruto kenne und so und anschaue? Weil ich habe jetzt nicht Naruto angeschaut und so. Weil wenn es nicht dann, wenn ich dann bloß aussetze und nichts davon kenne, ist es halt vielleicht belastend. Okay, was tut es? Ja, es war jetzt keine Herausforderung. Wir müssen heute noch mindestens ein gutes Spiel machen, sonst ist es natürlich blöd. Aber wie geht's da, Bad Bank? Wie geht's, wie steht's? Wie war die Woche bisher? Oh, jetzt kommt der Grimbart. Dem Döner mal gleich mal ordentlich mit unserem Erli drauf. Oh, Erli, tu es. Hast du gest... Erli, schieß doch. Jetzt habe ich ein Mortar-System mit Veterancy Rank, so was hast du auch in deinem Leben noch nicht gehabt. Kannst du. Ah, der Erlkönig wieder reindönert. Und. Dötz 140. Dötz! Wo ist die Stiefmutter? Hier ist die Stiefmutter. Von jedem eine. Ist schwierig zu spielen, sage ich da. Also ich bin selbst viel zu schlecht dafür. Ich bin ein richtig schlechter Stiefmutterspieler. So viel kann ich ja schon mal sagen, lieber Phoenix. Bedarf einiges an Übung. Weil die hat halt nicht viel Leben. Also die geht halt sehr schnell kaputt. Die muss halt immer im Hintergrund halten. Sonst wird es da vom Gegner einfach weggelötet. Genau, das ist immer so die Herausforderung bei solchen Einheiten. Also das ist echt eklig, dass die Map dazu so einlädt. Oh, jetzt hat konnte sie sich entfalten. Richtig schicke Infanterie, ein Reifen nach dem anderen. Gute Nacht! Aber siehst du, da sind zwei Anti-Armagana-Trupps dabei. Und die Stiefi ist fast tot. Also wie gesagt, die hat halt wirklich wenig Lebenspunkte. Die ist halt echt sehr anfällig. Aber ist uns jetzt in dem Fall tatsächlich egal. Weil wir letztendlich eh bloß jetzt den Berg da oben besiedeln wollen. Nicht besudeln, sondern besiedeln.
Wieso hast du eigentlich gerade Vision auf sein Hauptgebäude? Achso, wegen deiner Stiefmutter. Okay, ich sehe. Oh, da hat er keine Defensive aufgebaut für seine Erlkönige der Westfalen. Jetzt würden sie sterben. Also nicht, dass ich das Ding aufgebaut hätte, aber... Aber da kommt der Schuss. Piu! 850! Schmeckt. Habe ich ihn gerettet. Weil ich ja auch der aufopferungsvolle Kaiser bin. Auf Schaden ver... Ja gut, das kann man nicht nur sagen. Ja, heute rede ich schon viel Schmarrn. Gefällt mir. Die sind so lustig, diese kleinen Pinguine. Die Range. Die stehen einfach hier und schießen wirklich bis zum HQ. Was kann die? Die Stiefmutter, sie kann rumlaufen und so Reifen rausballern. Also sind so Reifen, die mit starken Infanterie sind. Die fahren einfach nur raus. Also hast du ja vorher gesehen, da kommen einfach die Reifen raus aus ihr und ballern halt richtig auf die Infanterie rein und verfolgen die also. Genau. Ah, das ist so ein Bombardement. Oh, da bist du einfach einschädelt. Genau hier. Ja, genau, siehst du das nochmal? Genau, kommen die diesen Reifen raus und die fahren zum Gegner und ballern halt beim Gegner richtig rein. Piu, 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 piu. Das kann die Stiefmutter. Stark gegen viel Infanterie. Genau, also wenn der Gegner einfach so wirklich so viel Infanterie auf einen Fleck hat, ist halt die Stiefmutter extrem stark dagegen. Aber also als Anfänger würde ich immer empfehlen, geh immer lieber auf die großen Mechs wie Kaiser, Tour und sowas. Das ist einfach zum Handeln. So viel dazu. Genau, so schaut es dann aus, in die Reifen raus. Schädeln. Ein Bild für die Götter. Lauter Erlkönige vom Kaiser und vom guten KGR-Kampfminister schmeckt. Das war's mit dem HQ vom Gegner. Weil Erlkönig da oben OP. Wie man sieht. Raus damit! Sagt's. Und die Reifen. Raus damit! Also jeder Reifen macht 30 Schaden. Da stehen es mehr Trupps. Und macht jeder Reifen 30 Schaden auf alle Trupps jeweils. Dann geht er da richtig was vorwärts. Das, liebe Freunde, ist die Stiefmutter. Klingt komisch, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Das war früher lustig, muss ich sagen. Wie Peter Lustig, Verarschung. Klingt komisch, ist aber so. Kaiser. By the way, wir haben immer noch ein Spiel für den 12-Stunden-Stream. Also, ich habe gestern schon gelesen mit dem Planetary Annihilation Phoenix. Aber es ist ein neues Spiel und ich glaube, beim 12-Stunden-Stream, dadurch würde ich gerne Spiele spielen, wo ich schon kenne, wo ich einmal nichts Neues beibringen muss und mich da so reinarbeite, sondern einfach, wo ich schon weiß, was ich zu tun habe. Aber man kann sich mal in den Hinterhalt halten, ich muss schauen, was kostet. Aber ansonsten wäre es natürlich eine Überlegung wert. GG.
abgeliefert.